Ja, Leute, hallo und willkommen bei Ice Survivor Evolved. Ich musste jetzt ganz schnell zuschalten. Ich bin wieder auf dem Singleplay hier in meiner Base drinne. Und hier hat sich ein Flugsaurier schön verhaspelt hier drinne und ist nicht mehr hochgekommen. Ihr seht, der ist Level 1. Der klemmt jetzt hier zwischen. Der ist hier zwischengefallen, als ich ihn K.O. gehauen habe. Und jetzt werde ich natürlich den versuchen zu zähmen. Ich bin am Anfang noch hier. Ich habe den erstmal, er ist ein Fleischfresser. Ehemalig habe ich, muss schnell mit meiner Großen nochmal los und irgendwas da schnell kurz im Kleinen schlagen. Und dann, wenn es soweit ist, wenn es am Ende ist, dann melde ich mich wieder. Wir haben es jetzt 18.59 Uhr. Mal sehen, wie lange die Geschichte dauert. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Und ihr seht, der Balken, der ist fast voll. Und wir haben es jetzt 20.17 Uhr. Also, man kann uns sagen, Stunde, 20 Minuten habe ich jetzt hier gebraucht für den. Ich staune nur über diese Effektivität von 8,9%, das ist immer weiter runtergegangen, ich weiß nicht warum. Und dadurch hat der auch höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr Fleisch verbraucht, als eigentlich da angegeben ist. Keine Ahnung, ich muss auf jeden Fall nochmal los und Fleisch holen mit dem Dicken. Und ansonsten wäre das eine enge Sache geworden und jetzt so denke ich mal, werde ich mit meinen Fleischvorräten auf jeden Fall hinkommen. Bevor ich auch noch mal was einpumpen hier. Mit Bären das war ja kein Problem, da hatte ich keinen Vorrat gehabt, aber mit Fleisch wurde das jetzt doch mal ein bisschen enger, ja. Aber wir haben es geschafft, denke ich mal. So, nun wird bloß das nächste Problem sein, wie den hier aus der Ecke jetzt herauskriege. Mal schauen. Na, nun kommen wir stehen die auf hier. Mal sehen, ob er ein bisschen fehlt noch. Da jetzt fällt es noch weiter zum Ende auf 8,8% nur. Und das ist doch nur ein Level 1, also und volle Gesundheit hat er auch eigentlich. Hätte das doch viel, viel schneller gehen müssen. Oder ist mein Level eigentlich noch ja nicht so weit? Ich habe mal nachgeguckt, also vorläufig kann ich den auch nicht fliegen, den Sattel kann ich erst herstellen, wenn ich Level 30 erreicht habe. Ich bin zwar jetzt gerade ein Level gestiegen und habe mir da jetzt erstmal die Punkte vergeben in Giftpfeile herstellen, weil ich habe nämlich wohl jetzt, ah, da ist er. Na super. So, nun mal gucken, was er mit uns macht hier. Jetzt haben wir den auch. Toll. Namen werden wir erstmal wieder nicht sehen. So, der ist ja schon groß. Oh, ich freue mich schon, mit denen die fliegen kann. So, mal sehen, ob ein daher kommt jetzt hier. Ja, das habe ich geahnt. Jetzt hängt der da voll fest. So, Dicker, die springt gleich wieder rein. Ne, da kommt er. Ah ja. Na, wo landest du nun? Warte nun, kommst du nicht mal runter? Muss nicht landen hier? Was macht ihr denn? Hm? Der nächste bitte. Ah, jetzt. Warum setzt er sich nicht hin? Keine Ahnung. So. Komm hier runter. Am liebsten, am besten. Hierher. Bleibt ihr da stehen, da komme ich doch jetzt mit keinem Tier mehr raus.
dann noch einer. Aber der sieht doch schön aus. Der hätte mir in der Quere laufen sollen, ja. Oh, das ist nochmal Level 11. Das ist ein Level 11. Wo kommst du jetzt da hinterher? Ne, der kommt nicht. Hat der auch was fallen lassen hier? Kommt hier irgendein Scheißig bei mir aus? Ja, gibt's doch nicht. Tja, jetzt hängt der hier fest. Na toll. Jetzt kriege ich kein Tier mehr rein und kein Tier mehr raus. Oh, das sieht gut aus. Mal hier. Darin packen, das darin packen. Und. Tja. Man soll mir erstmal folgen, ja, ansonsten. So, die Beeren. Die brauchst du jetzt nicht mehr. Es hat ja noch ein Stück Fleisch hier. Ich hoffe, der frisst mir jetzt nicht die Haare vom Kopf. So, jetzt mal gucken, dass der auch hinterherkommt hier. Denn das wäre blöd, wenn der jetzt... Jetzt komme ich nicht mal mehr hier raus. Oder? Doch, hier komme ich raus. Mal sehen, ob er hinterherkommt. Na, ja, das macht er. Also, ich muss ihn irgendwo auf dem Dach landen lassen, denke ich mal. Sonst verklemmt er sich da noch irgendwo her. So, nun komm runter hier. Na, das ist ein Bild, jetzt landet der hier. Na, was hab ich denn für doofe Viecher hier? Du sollst landen. Na, das kann ja was werden hier. Das wird ja heiter. Komm mal hierher. Wenn du nicht irgendwo stehen bleibst oder dich nicht irgendwo hinsetzt hier. Dann kann ich dir auch nichts zu fressen bringen. Ich muss jetzt sowieso gleich los mit dem Dicken hier. So. Nu. Und jetzt sag ich, du sollst hier bleiben. Bleibst du eben da oben hängen. Das ist mir auch egal jetzt. Ja, jetzt mit dem Meister hat sich doch überlegt, ist da einfach hängen lassen, das ist das Beste. So, Dicker. Und wir beide gehen erstmal nochmal auf Yacht hier, deine Artgenossen töten. Und mal erstmal gucken, ob sich hier was getan hat. Oh, der hat auch wieder Level ab. Da werden wir ihm mal gleich nochmal ja richtig Damage verpassen. So. Dann gucken wir mal, ob der schon wieder so weit ist. Ne, der hat noch ein bisschen Zeit. Und du hast auch ein Level auf, das ist schön. So, und dir werden wir natürlich auch Damage verpassen, ja. Wenn ich mit euch losziehe, wird mir nichts mehr passieren. So, und du bist ja schön brav hier. Bei dir dauert es jetzt noch eine Weile. Achso, jetzt wollte ich gucken wegen dem Fleisch hier. Na, dreimal hast du jetzt noch drin. Mal gucken, wie schnell du das wegfrisst hier. Ich gehe auf jeden Fall jetzt erstmal auf Jagd. Und dazu müsstest du auch mitkommen, ja. Ja, werden wir dich auch noch mitnehmen. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht alle schon von der Herde getötet hier. Und du kannst auch ruhig noch mitkommen hier. Ich werde dich jetzt nicht reiten hier, sondern du kommst einfach nur mit. So. Kommt ihr nun. Ja. Noch schön eingelegt hier, toll. Na komm mal, komm. Und das Ei
müssen holen. Und was macht der Kleine da wieder? Der verkriegt sich wieder, ja. Das ist ein Klon. So, übrigens haben sich zwei meiner Kisten plötzlich wieder angefunden. Ich zeige euch das mal kurz. Und ihr seht, zwei meiner Kisten stehen plötzlich wieder da. Ah, hier kommst du nicht rein, wa? So, mal gucken, wie ich jetzt mein Kleinen hier hinterher kriege. Ob der jetzt hier kommt hier. Der muss ja immer riesige Bögen laufen, ne? Ach, eigentlich kann ich mein Flugadler ja auch mitnehmen, ja. Den Weg auch machen, ja. Du bleibst mal hier stehen. Du bleibst auch erstmal hier stehen. Ich meine, so eine Hammelherde hier zu leiten, ist ja nicht mehr so einfach, ja. Ja, ich müsste ja nicht alle Viere mitnehmen, bloß ich will das einfach machen. Ich glaube, wenn die in Bewegung sind, dann, ja, dann leveln die schneller, als wenn die irgendwo nur rumstehen, ja. Denke ich mir zumindestens. So. Und der auch. Jetzt ist der hier irgendwo drauf gelandet, oder? Wie kommt denn jetzt an den jetzt ran, ja? Jetzt mal auffolgen und mal sehen, ob jetzt der Kleine, der müsste ja auch irgendwann hinterher kommen, ja. Naja, jetzt sind sie alle drei da. So, nun marschiere ich hier los. Sieht natürlich unheimlich lustig aus. Und ich hier mit vier Viechern losmarschiere. So, der Vogel bleibt wieder mal hinten. So, oh, siehst du, die sind schon wieder neu gespawnt, ja. Also können wir hier schon wieder mal zuschlagen, ja. Und gleich erstmal da Fleisch besorgen. So, ich denke mal gegen uns drei, aber ich werde voll ist aber trotzdem nach dem Level mal schauen. Vorhin, das ist ein Level 10 gewesen. Man weiß ja nie, nicht, dass das plötzlich hier ein Level 11, na, den kriegen wir da gebacken. Ja. So, alle da, alle dran, der Kleine ist da, der ist da, ja. Was haben wir ein Flugtier nicht hier? Ja. Ist der schon tot? War das schon alles? Ein Schlag? Ja. Und das Ding ja ruckzuck hier. Naja, ist auch ein bisschen unfair hier. So. Ist auch ein bisschen unfair, was ich hier gemacht habe. So, wo ist denn? Jetzt muss ich doch erstmal gucken, oder habe ich den aus Versehen ausgeschaltet? Das wollte ich eigentlich nicht. Das sieht fast so aus, als ob ich den ausgeschaltet habe, ja. Weil jetzt kommst du. Und der zu spät gemerkt erst. Na, warte, kommst du jetzt oder kommst du nicht? Was ist denn das nur? Ist der verbuggt oder was? In den Folgen. So, jetzt.
Ausdrücken auch. Sehr schön. So. Mal gucken, vorhin waren hier ein paar mehr, dadurch konnte ich mich noch so ein bisschen über das Fleisch retten hier. Das ist eigentlich gekriegt, so ein Fleisch. Viermal. Schon hatte ich drei gehabt von denen. Das ist. Na, ich hatte doch zu doll aufgeräumt hier. Ich glaube, so schnell kriegen wir jetzt keine mehr. Aber das sollte ja. Eigentlich erstmal. Jetzt hat der sich wieder bei mir aufgesetzt. Was macht denn dieser dämliche Vogel? So. Wir finden hier Tatsache nichts mehr jetzt. Musste das alles irgendwie vorhin abgeräumt haben. Da waren auch noch. Von den anderen welche da gewesen. Der setzt sich immer bei mir auf. Getötet gehabt. Na, da haben wir noch einen. Oh, hier mit seinem Schwanz. Das ist gefährlich, ja. So. Aber ich glaube, er ist tot. Sehr schön. So, ich glaube, das reicht dann erstmal, denn das Fleisch, das soll ja ein Level 9. Das ist schon heftig. Die machen ganz schön Betrieb. So, die mal kaputt holen hier. Gut. Wo ist mein Vogel? Der macht wirklich, was er will, ja. Das macht mich ein bisschen irre. Ich glaube, ich werde ihn doch nicht so oft mitnehmen, ja. Das ist ja doof, wenn der sich ja jedes Mal auf mein Trikot setzt, ja. Na, jetzt kann ich nicht aufsteigen, ja. Was ist denn das, ja? So, jetzt, ja. Geh aus dem Weg. Der hat ein Talent. Nö, ey. So. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen Gas zu geben, ja. Der setzt sich immer auf mich auf, ja. Was ist das? Ja, also den muss ich irgendwie dazu bringen, dass der wieder keinen Flug nehmen, wenn ich da flugmäßig unterwegs bin und muss den stehen lassen, denn der behindert mich ja hier mehr als alles andere, ja.
möglich wäre, wenn der Vogel nicht wieder im Weg wäre hier. So. Dann stelle ich hier ab, den. Ey, der gibt's doch nicht, ne? Hier vorne müssen wir alle einfach lassen, ja. So. Und hier, der soll mir nicht mehr folgen. Aber ich werde ihn platzieren. So, den stelle ich hier hin. Gut. Der steht auch gut. So, auch nicht mehr folgen. Okay. Können wir hier ranpacken. Marana übernommen. Jetzt muss ich nur noch den Kleen wieder reinlocken, ja. So, so, sieh mal Fleisch, wo hat der sich hingesetzt? Dazwischen erscheint. Der klappt da so eh. Und mal gucken. Und zweimal hat der schon aufgefressen. Der frisst ja wie ein Scheunendrescher hier. Das ist weniger gut hier. Also müssen wir gleich nachher nochmal los, da werde ich den aber nicht mitnehmen, ja. So, hier können wir wieder Bären machen. Vergammelte Zeug und Bären. Und das herstellen. Das wird natürlich mehr mit Gammelfleisch zu tun haben. Ja. Wenn der so viel Fleisch, aber wenn mir das so viel wird, wenn die Kessel noch jagen gehen muss, ja. Dann ist das natürlich heftig. So, gucken wir mal hier. Und könnt ihr zurückpacken, ja. Also Bären brauchen wir auch noch unbedingt hier. Gut. Fell haben wir 10-mal. Und Keratin, da weiß ich wirklich noch nicht, was das sein soll. Ja, das war es erstmal wieder. Unsere Pflanze. Ah, hier. Das sieht er jetzt auch gleich. Unten steht jetzt Frühling. Da ist also die Früchte, die sind dran. Und jetzt können sie ganz normal geerntet werden. Ich gehe also auf mit E, Taste E. Und sage hier, dass ich abernten will. Wenn ich Glück habe, ne. Ja, hier war ein Samen drin, seht, da hat sich sofort der Samen automatisch selber gesetzt. Und hier probieren wir es auch. Zack. Und hier haben wir kein Glück gehabt. So, und das andere, das muss alles noch. Oh mein Gott, das ist die Vorstufe jetzt, die vierte Stufe, also in der nächsten Stufe können wir auch hier abernten. So, und hier brauchen wir jetzt nur neue Samen einsetzen. Dann gucken wir mal gleich, was wir geerntet haben. Wir haben, was haben wir geerntet? Achso, gut, da muss ich ja hier im Kasten mal gucken, im Inventar. E. So, jetzt 29 Beeren. Und hier 28. Na, das sind ja schon Ergebnisse. Das sind schon Ergebnisse. Also wenn man hier noch mehr Fälle anlegt, wird die Schwarzen heute doch noch mal gemacht. Mein Kleiner, der kraucht hier rum. Na gut, mal gucken, wie der sich anstellt, dass er zu mir kommt denn irgendwie. Ja. So, dann werden wir hier die noch ablagern hier. Und den Pott werden wir auch abliefern hier. Und dann gucken wir mal, was wir an Samen nehmen.
glaube, die brauchen wir am meisten noch hier. Aber da werden wir, Quatsch, da werden wir nur eine nehmen. So. Naja, lass mich am besten jetzt ja nicht ran hier. Und wir legen den einen hier rein. Na, dann komm schon. Und wir haben jetzt da noch nicht, noch hat er nicht. Da, jetzt ist er da. Gut. Das dauert manchmal mal ein bisschen, muss man sich nicht wundern. So, und was, meine Fackel ist ausgegangen jetzt. So. Da haben wir noch einen, dann ich erstmal Fackeln dann auch noch reparieren. Also man hat hier ständig irgendwie zu tun. So, was mache ich jetzt mit dir? Du passt doch ja nicht hier durch, Mensch. Das wird doch hier nichts. Der klemmt sich doch fest hier. Ich guck mal, ob der irgendeinen anderen Weg findet, dass er mir hinterherkommt. Das ist ja immer eine spannende Sache, ja. Und das Blöde, dass ich den noch nicht reiten kann, so wie ich rausgekriegt habe oder gesehen habe, kann ich den erst reiten ab Level 50 oder zumindest den Sattel herstellen für Level 50. So, jetzt sieht man richtig weit weg. So, entweder dreht er jetzt durch und rast durch mein Haus durch. Wird mal ein bisschen helfen. Sag ihm mal, komm, schwimm mal durchs Wasser oder so. Ja. So, kleiner, nun komm, aber Hauptsache, es kommt kein Krokodil aus dem Wasser. Tja, was machst du noch? Oh. Die gewisse KI haben die Dinger doch hier. Der hat Tatsache jetzt den Weg gefunden. Nun kommst du aber an. Ja. Ja, nicht umrennen, nicht umrennen, nicht umrennen. So. Nun komm schön mit mir. Aber lauf nicht wieder hier um fünf Bögen rum. Kommst du? Na los, nun komm schön. Bist du wieder ein schönes Plätzchen hier. Na siehst du, der sackt hier immer ein in meinem Stroh hier. Komm, noch ein Stücke, komm. Der weiß, was ich will. So, jetzt lasse ich dich wieder hier und wehe, du rennst mich wieder um hier. Bei dir muss ich aufpassen, ja. Und schnell weg. Hat's geklappt? Diesmal ist er stehen geblieben. Hat der schon wieder ein Level ab? Ja. Achso. Dann geben wir ihm natürlich auch ja richtig Damage noch auf. So, mal gucken. Ja. Na, hängt fest. Sehr schön. Gut. So. Nochmal kleiner Überblick über meine kleine Tierarmada. Ein Parasaur, ein Pteranodon und ein Trike und ein Ankylosaurus. So. Und ich habe eine fantastische Düngerproduktion hier. Wenn man mal drankommen würde. Gut, jetzt ist von alleine weg. Der macht hier auch kleine Kicke, macht der. Ja, der ist auch weg, also an einigen kommt man ja nicht ran. Bei den dicken komme ich immer schön ran, bei denen komme ich auch schön ran. Gut, das sollte mal wieder gewesen sein. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es fleißig weitergeht hier mit Fleischbesorgung. Die wird dann ganz, ganz wichtig werden, weil wir jetzt den ersten Fleischfresser hier haben. Ich werde unterdessen mal schon loslegen und einiges besorgen und dann wird weiter ausgebaut. Dann müssen wir irgendwann ein Flugdach machen für den großen dort. Und dann, ja, und natürlich dann hier auch das riesige Tor mit dran machen. Dann kann man die trotzdem hier frei laufen lassen. Gut, das sollte gewesen sein. Ich freue mich über jeden Daumen hoch, über jeden neuen Abonnenten. Und natürlich auch über Kommentare von euch.
Ciao, ciao, sagt euch Wolle 158. Tja, kurze Mitteilung, hat die lange gehalten, eine Stunde oder so. Mein Flugsaurier ist tot. Ich wüsste nicht, an was gelegen hat. Der hatte sich erst hier verklemmt und dachte, ich würde schon davor kommen. Aber Endergebnis ist, der liegt hier im Wasser. Ich denke mal, der ist erfroren oder so. So, dann werde ich mal gucken, dass ich mir ein Fleisch raushole. Na gut, das sollte es damit auch wieder mal gewesen sein. Schade. Das war zu viel Glück, was ich da hatte. Okay, das war nur so als kleine Anhang.